Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mir einen Real Talk vorgenommen und möchte ja ein kleines Update geben, wie es mir geht nach fast einem Monat in Neuseeland als Au-pair. Also bleibt dran und let's go! Also wo fange ich an? Vielleicht erstmal mit der vermeintlich leichtesten Frage, und zwar wie es mir momentan geht. Ich würde sagen, mir geht's gut. Es ist so ein bisschen schwierig manchmal, an manchen Tagen besser, an manchen Tagen nicht so. Das ist aber jetzt nicht der Situation hier geschuldet, sondern ja, man kann Probleme nicht weglaufen und da ist es dann egal, in welchem Teil man sich befindet auf der Erde. Und ja, wie gesagt, das ist nicht der Situation hier geschuldet. Das hat jetzt nichts mit Neuseeland zu tun, sondern mit mir persönlich. Worauf ich jetzt nicht unbedingt eingehen möchte, aber ja, dass ihr das vielleicht auch für euch mitnehmt. Dass egal wo ihr seid und egal was ihr nach der Schule macht, ihr werdet bestimmte Routinen oder bestimmte Motivationen oder Probleme, egal um was es geht, werdet ihr mit euch mittragen und könnt nicht vorweglaufen. Aber wie geht es mir aktuell mit meiner Au-pair-Situation? Und zwar geht es mir sehr gut. Ich habe eine wirklich wundervolle Familie. Die sind sehr, sehr liebevoll und tun irgendwie alles für mich. Ich komme mit der Mama sehr, sehr gut zurecht. Mit der habe ich ja auch die Videocalls gehabt, als ich noch in Deutschland war. Und ja, wir haben eine sehr freundschaftliche Basis, würde ich sagen. Das ist super entspannt, dadurch, dass sie auch noch jünger ist. Verstehen wir uns sehr, sehr gut. Wir lachen viel zusammen. Wir können aber auch ernst reden, wenn ich Probleme habe mit den Kindern, weil ich nicht weiß, wie soll ich mit denen umgehen? Soll ich streng sein? Soll ich lieb sein? Soll ich Spaß haben? Und es ist noch ein bisschen schwierig, da den richtigen Mittelweg zu finden. Ich glaube, so langsam finde ich mich ganz gut rein, aber ja, sie steht mir da mit Rat und Tat zur Seite und steht auch auf meiner Seite. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass sie mir nicht reinredet, wenn ich mit den Kindern kommunizieren möchte. Und ja, dass sie mir hilft, das ist ganz, ganz wichtig und ganz toll. Und da habe ich einfach unfassbar viel Glück, dass ich wirklich in seine Familie gekommen bin. Und ja, ich würde sagen, wie geht's mit den Kindern? Die zwei großen Jungs, die tauen jetzt so langsam auf. Ich habe gemerkt, der mittlere ist 14 und der große ist 18, also so alt wie ich. Der ist allerdings unter der Woche bei seinen Großeltern. Der macht zurzeit eine Ausbildung in der Landwirtschaft und dann ist es für ihn einfach praktischer, von dort aus morgens loszufahren, was aber auch nicht weit weg ist, also hier auch in der Nähe. Genau, aber da habe ich gemerkt, dass die so ein bisschen Zeit brauchen, um sich darauf einzulassen, dass jetzt praktisch eine völlig fremde Person bei denen zu Hause ist, mit denen isst, hier schläft, 24/7 praktisch da ist. Und ja, man muss sich natürlich erstmal kennenlernen, das verstehe ich auch. Und wie gesagt, ich hatte da Verständnis für und ja, ich habe mich dann sehr gefreut, dass sie doch nach so ein paar Tagen dann auch auf mich zugekommen sind und mit mir quatschen wollten oder mir was erzählt haben. Und ja, genau, der Kleine zum Beispiel, also der Kleine, der Mittlere, macht TikTok-Videos. Wer die Landwirtschaft, der hilft hier halt auch familiär mit. Und super cool, und dann konnte ich ihm auch meinen TikTok zeigen und da war er auch begeistert. Das war natürlich sehr cool. Also, dass man da immer irgendwie so gleiche Interessen hat und die dann auch miteinander verbinden kann. Ja, das macht es auf jeden Fall einfacher. Weiter geht's mit dem Heimweh. Also ich bin ja nun fast seit mehr als 4 Wochen hier und kann glücklicherweise sagen, dass ich kein Heimweh verspüre. Ich habe es anders erwartet, um ehrlich zu sein, denn von mir aus kenne ich das, wenn ich im Urlaub bin, dass ich mich freue. Urlaub ist schön. Ich liebe Urlaub machen und verreisen. Neue Orte kennenlernen und Menschen entdecken. Andersrum. Orte entdecken und Menschen kennenlernen. Aber ich freue mich auch immer sehr, nach Hause zu kommen, in meinem eigenen Bett zu schlafen, meine gewohnten Dinge zu tun, meine Routine zu haben. Und ja, deswegen habe ich von mir das schon erwartet, dass ich, gerade vielleicht, wenn ich abends im Bett liege, alleine, es dunkel ist, dass man viel nachdenkt und ja, so einfach das eigene Zuhause vermisst. Und da kann ich glücklicherweise sagen, dass es
mir bis jetzt super geht damit. Ich hatte diese Situation inzwischen noch nicht. Ich bin mir sicher, dass sie noch kommen wird. Aber ja, was ich vermisse, sind natürlich so meine Liebsten, um mich herum zu haben. Aber das gleiche ich sehr gut aus mit vielen Telefonaten und Videocalls oder Schreiben dank WhatsApp. Kann man da ja mal sehr gut in Kontakt bleiben. Ja, genau. Also da geht es mir inzwischen zum Glück sehr, sehr gut. Dann gab es noch ein paar Fragen zu meiner Arbeit an sich, inwiefern ich arbeite, was meine Arbeitsstunden sind, ob ich frei habe, Urlaubstage, wie auch immer. Und ja, Urlaubstage an sich so habe ich natürlich nicht, weil ich nur 5 Monate arbeite. Das sieht natürlich anders aus, wenn man jetzt ein Jahr lang arbeiten würde, dann stehen einem natürlich Arbeitstage zu. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich eine typische Au-pair-Familie habe, denn ich lebe hier einfach und ich fühle mich, als wäre ich die große Schwester und überhaupt nicht eine Mitarbeiterin. Das heißt, ich arbeite meistens morgens von gut 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr, also für ungefähr 1 Stunde. Und mache in der Zeit die Kinder fertig oder ja, sehe zu, dass sie pünktlich zum Bus losgehen, das Haus verlassen. Das ist morgens so meine Arbeit. Das ist aber kein, also es ist für mich jetzt keine anstrengende Arbeit. Manchmal geht es an die Psyche, denn die Kinder haben nicht immer Lust, zur Schule zu gehen. Natürlich nicht. Das kennen wir alle selber sehr gut, denke ich mal. Und ja, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt als Arbeit bezeichnen würde. Deswegen, ja, fühle ich mich da irgendwie wie die große Schwester, die sich halt drum kümmert, wenn die Eltern schon aus dem Haus sind und zur Arbeit sind. Genau, und dann habe ich praktisch bis nachmittags frei. Die Kinder kommen so mit dem Bus gegen 3:30 nach Hause. Und ja, darum brauche ich mich zum Beispiel auch nicht kümmern. Die steigen alleine in den Bus und kommen dann. Das ist halt der Vorteil an größeren Kindern, im Gegensatz zu Babys oder Kleinkindern. Ja, und dann kommen die her und je nachdem, ob sie dann an dem Tag noch ein Hobby haben, Reiten, Rugby, Netball, Hockey. Weil ja, es gibt eine Menge Sport, die hier betrieben wird. Kommt es darauf an, ob ich dann eben mit denen zum Hobby fahre. Meistens ist es so um 4 oder 4:30 beginnt es dann und haben meistens für so 1 Stunde Training. Und dann fahren wir meistens zurück, spielen noch was. Sie lieben es, mir neue Spiele zu zeigen, die ich nicht kenne. Ist gar nicht so einfach manchmal. Ja, Kartenspiele oder Monopoly mögen sie sehr gerne. Auch sehr gerne irgendwelche Denkspiele, also die mögen schon sehr gerne gefordert werden. Und das ist genau das, was ich wollte. Ich wollte Kinder haben, mit denen ich reden konnte auf oder kann auf einer Augenhöhe, die mich verstehen, mit denen ich reden kann, um mein Englisch zu verbessern. Dann das war natürlich mein Hauptziel, um hierher zu kommen. Und das funktioniert einfach super. Ja, dann koche ich meistens noch abends mit der Mama zusammen essen oder wir nehmen was mit aus der Stadt, es kommt drauf an. Und deswegen ist das so meine tägliche Routine sozusagen von Montag bis Freitag. Aber das sind halt keine Arbeitszeiten. Wenn man jetzt das vergleicht mit anderen Au-pairs, die man sonst so sieht auf YouTube, dass die wirklich morgens 1, 2 Stunden arbeiten, dann haben sie Freizeit, dann arbeiten sie wieder und dann haben sie abends ab 17, 18 Uhr frei. Das habe ich nicht. Also ich könnte es machen. Ich mag sie aber einfach, in der Familie zu sein und das Familienleben mitzubekommen. Das heißt, ich bin eigentlich durchgängig schon bei denen mit Familienleben präsent. Und deswegen sage ich nicht, okay, ab, keine Ahnung, das Hobby geht bis 17 Uhr, 17:30 Uhr sind wir zu Hause und dann habe ich frei, ich gehe. Ja, das ist natürlich auch schwierig, da einen Unterschied zu finden, da man mit im Haus wohnt. Das heißt, die Kinder klopfen auch so an die Tür und auch wenn sie wissen, okay, sie möchte jetzt ihren Freiraum, fragen sie natürlich trotzdem, ob man mitspielen möchte oder ob man noch was unternehmen kann. Und das, ja, finde ich auch schön, denn ich war jahrelang Einzelkind, könnte man sagen, da mein Bruder deutlich älter ist. Und deswegen finde ich das genau toll, hier mitzuerleben mit kleineren Geschwistern und auch größeren. Also der eine. Ja, von dem habe ich ja jetzt auch nicht so viel, weil er ja auch nicht hier wohnt, aber das macht ja auch nichts. Es ist trotzdem spannend, immer im Austausch zu sein und
das Schulsystem hier funktioniert, die Studiengänge, Ausbildung. Genau, da unterhalte ich mich ganz viel mit denen drüber und versuche sehr viel Kultur und Tradition hier mitzunehmen. Ich wurde noch viel gefragt, wie ich denn jetzt eigentlich mit der englischen Sprache klarkomme. Denn ich habe ja Englisch bei mir in der Schule seit der ersten Klasse. Klar beginnt man dann nur mit Farben und Zahlen. Nichts, was einem jetzt hier weiterhelfen würde. Was natürlich die Basics sind. Aber womit man jetzt nicht unbedingt kommunizieren kann. Wenn ihr überlegt, ins Ausland zu gehen oder vor allem eure englische Sprache zu verbessern, wählt den Leistungskurs. Das hilft enorm. Wir haben sehr, sehr viele Vorträge halten müssen, sehr, sehr viel mitmachen müssen im Unterricht, sehr viel sprechen eben auch, was natürlich super wichtig ist, gerade für sowas hier. Dann ja, in der Regel spricht man ja mit den Leuten, wenn man vor Ort ist und schreibt doch eher weniger. Gerade das Hörverstehen ist super wichtig. Also guckt YouTube, guckt Filme, hört englische Musik, versucht sie zu verstehen. Das hilft enorm. Also wie komme ich persönlich mit der englischen Sprache klar? Ich muss sagen, inzwischen sehr, sehr gut. Ich verstehe sehr viel und habe auch schon einen enormen Fortschritt gemerkt nach diesen 2, 3 Wochen. Denn ich bin angekommen und erstmal ist es irgendwie merkwürdig. Man kennt es im Urlaub, alle drumherum sprechen eine andere Sprache und bei der englischen Sprache versteht man das zum Glück, aber jetzt beispielsweise in Griechenland ja nicht. Und erstmal fühlt man sich irgendwie alleine. Man kommt an und ist, hä, wieso versteht mich keiner, wenn ich jetzt mit denen auf Deutsch reden würde? Irgendwie ist das immer komisch. Aber vielleicht könnt ihr das ja nachvollziehen. Und ja, dann hat meine Mama, meine Gastmama mich abgeholt vom Flughafen in Christchurch und dann sind wir 2 Stunden hier hingefahren nach Hause. Und nach so kurzer Zeit hat sie mir gesagt, wie glücklich sie ist, dass ich so gut Englisch kann. Und ich war total, ich habe mich total gefreut darüber, denn ich habe sehr, sehr oft daran gezweifelt, ob ich dem gewachsen bin, hier auf Englisch zu sprechen und hier zu wohnen und zu leben und das alles mitzumachen und ob ich das verstehe. Denn ich weiß von mir, ich war nicht die Beste in der Klasse. Es waren immer welche besser, die mich korrigieren konnten, die vielleicht auch manchmal gedacht haben, was sagt sie denn da? Und ich habe immer versucht, mich zu trauen, zu reden und zu sprechen, um für mich selbst das zu üben. Denn ich wusste relativ früh, dass ich auf jeden Fall die englische Sprache brauchen werde. Und ich wollte mich einfach verbessern. Ich mochte die Sprache oder ich mag sie immer noch. Und ich möchte sie einfach können. Und ja, deswegen hat mich das unfassbar gerührt, als die Mama dann gesagt hat, wie erstaunt sie ist, wie gut ich eigentlich Englisch sprechen kann. Und dass sie ihr Hut davor zieht, dass ich in ein Ausland gehe, das so weit weg ist von meiner Familie und ja, ich da so jung den Mut fassen konnte. Und ja, da wurde ich total emotional. Das hat mich total gerührt, war ich total dankbar für. Das war sehr süß. Und ja, im Nachhinein habe ich total viele Komplimente tatsächlich bekommen, auch von dem Gastpapa, von der Oma und von den Kindern. Die waren alle total begeistert, wie gut es wirklich funktionieren kann. Und damit hätte ich einfach gar nicht gerechnet. Und das ist sehr, sehr schön. Und ja, was ich natürlich auch sagen muss, ist, dass ich zum Anfang nicht alles verstanden habe. Gerade den Slang muss man bedenken, sie haben andere Sprichwörter, sie haben andere Wörter an sich für dieselben Sachen, beispielsweise für die Badesachen oder für ah ja, ich weiß Bescheid oder ist gut, sagen die sweet. Und zum Anfang stehst du da und fragst dich, was ist jetzt hier süß? Ja, gar nichts. Es ist gut, aber nicht süß. Und vielleicht, wenn ihr vorhabt, auch ins Ausland zu gehen, guckt nach, was spezifisch euer Land oder euer Ort, kommt ja auch nochmal drauf an, wenn man denkt an Deutschland, mit den ganzen Dialekten, 10 verschiedene Wörter für ein Brötchen. Lest euch da einfach vorher rein. Es gibt viele Blogger im Internet, die darüber schreiben. Und ja, informiert euch einfach vorher. Das habe ich auf jeden Fall auch gemacht, aber es war doch ganz witzig. Denn es wurde auch viel geschrieben, was nicht stimmt, was hier einfach gar keiner sagt. Und andere Sachen standen auch wiederum nicht drin, wo du dann erstmal stehst und sagst, was machen wir jetzt?
Und da frage ich einfach nach und das ist kein Problem. Sie erklären mir auch alles fünfmal. Sie sind sehr geduldig hier. Und ja, genau. Aber woran ihr auf jeden Fall noch denken müsst, ist, nur weil ihr ins Ausland geht, werdet ihr nicht enorm viel besser in der Sprache. Das ist so. Ich studiere hier nicht, ich gehe hier nicht zur Schule, sondern lebe in der Familie als Au-pair. Das heißt, ich bin irgendwie immer auf dieser Smalltalk-Ebene. Irgendwie immer. Und ich komme da nicht raus und es nervt mich momentan extrem, denn ich bin motiviert, Neues zu lernen, viel zu lernen und da muss ich mich jetzt selbst hinsetzen, Vokabeln lernen, gucken, was ich mir noch Neues oder verbessern kann. Genau. Und da muss man auch selber was tun und da reicht es nicht, in einem fremden Land zu leben und mit der Familie zu quatschen. Denn ja, wenn ihr das tun werdet, werdet ihr mal irgendwie auf einer Ebene bleiben. Und ja, wir führen tiefgründige Gespräche und ich bin auch sehr dankbar, dass ich mit ja auch den Älteren auch über zum Beispiel viel Veganismus diskutieren kann, Umwelt, das Krankensystem. Also es sind jetzt auch nicht nur leichte Gespräche, auf gar keinen Fall. Aber ich habe gemerkt, dass ich manchmal am Kopf einfach was gedacht habe, was ich nicht so ganz ausdrücken konnte. Und dann gucke ich einfach, wie ich das nächste Mal machen kann. Und momentan schreibe ich mir noch eine Vokabelliste zum Beispiel auf dem Handy. Das funktioniert bei mir allerdings irgendwie nicht so gut. Ich lerne das viel über selber aufschreiben. Deswegen suche ich da irgendwie noch eine Methode für mich. Aber ja, denkt daran, ihr werdet kein Englischprofi, nur weil ihr hier lebt. Kommen wir auch schon zum letzten Thema, was ich ansprechen möchte. Und zwar sind das so die Schattenseiten als Au-pair, an die ihr unbedingt denken müsst, wenn ihr euch bewerben wollt. Und das ist zum einen, dass die Kinder eure Grenzen ausprobieren wollen. Macht euch am besten vorher irgendwie, habt eine Idee. Wie wollt ihr mit den Kindern umgehen? Denn wenn sie erstmal merken, dass ihr unsicher seid, wissen sie das schnell. Also kleine Kinder merken das super schnell, bei wem sie was machen können und was nicht, bei wem sie zur Schule gehen müssen und bei wem nicht. Das versuchen sie auszutesten und das auch mehrmals am Tag. Also setzt euch Grenzen und haltet auch daran fest. Seid strikt, setzt das durch und bleibt respektvoll, ihr müsst nicht ausfällig werden und ihr müsst auch nicht die Kinder nachmachen, wenn sie zu der Schwester sagen, halt deinen Mund, sei leise, geh weg. So müsst ihr nicht mit den Kindern reden. Sie müssen einfach nur wissen, was sie dürfen und was nicht. Deswegen glaube ich, hilft es sehr gut, wenn man vorher weiß, okay, die Kinder dürfen bei mir das und das und es muss auch immer irgendwie zum Erziehungsbild der Eltern passen. Denn wenn ihr was ganz anderes von den Kindern wollt und die das noch nie gemerkt haben und die noch nie machen mussten, weil die Eltern das immer, weiß ich nicht, zugelassen haben oder weil sie ihnen alles hinterherräumen, dann ist das schon schwierig. Und das müsst ihr bedenken. Ihr wisst vorher nicht ganz genau, was die Kinder machen, was nicht. Die Kinder zum Beispiel hier, ja, müssen bei mir, sie wissen ganz genau, sie müssen bei mir ihre Teller, ihre Tassen, ihre Löffel, das ganze Geschirr. Wenn sie fertig sind, stellen sie das in den Geschirrspüler. Und ich stehe so lange daneben, bis sie es gemacht haben. Und da diskutiere ich auch nicht. Und vielleicht solltet ihr euch da vorher auf jeden Fall Grenzen setzen, denn sobald die Eltern hier sind, funktioniert es nicht mehr. Es ist einfach so. Und sie sind alt genug, sie wissen das. Und ja, seid da einfach drauf gefasst, dass sie euch austricksen wollen und auch anlügen. Und das ist manchmal echt noch knifflig, da zu wissen, okay, wann lügen die jetzt und wann lügen sie nicht, wann ist es ein Spaß. Dann erstmal auf einer anderen Sprache, dann kennt man die Person nicht. Und dann noch die Menschen zu lesen, ist manchmal nicht so leicht. Ihr seid das Kindermädchen. Ihr macht den Geschirrspüler, ihr räumt auf, ihr macht die Wäsche und ihr seid zu Hause, wenn der Rest weg ist. Das ist cool, ihr habt eure Ruhe, ihr könnt machen, was ihr wollt. Allerdings stehst du auf und die Bude sieht aus wie ein Saustall. Die Socken sind überall verteilt im ganzen Haus. Denn auch hier gibt es das Sockenmonster und man findet einfach kein Sockenpaar. Und wir haben hier so große Wäscheeimer, Körbe. Und da sind alle Socken drin. Da werden einfach alle Socken gesammelt. Und wenn man ein Paar findet, dann legt man die in einen Extrakorb.
Aber irgendwie suchen die sich immer Socken heraus aus den anderen Körben. Ich weiß auch nicht wieso. Egal. Auf jeden Fall, um da das richtige Paar zu finden, wird dann auch mal der Korb umgedreht und entleert. Und dann liegt im ganzen Wohnzimmer liegen Socken. Die werden aber nicht weggeräumt. Also seid ihr diejenigen, die dann gute Laune behalten müsst. Macht euch Musik an, räumt auf und sagt beim nächsten Mal, wenn du die nicht wegräumst, gibt es morgen kein Eis. Wirklich, ihr löst alles über Manipulation. Macht es mit den Kindern einfach schön. Das sollte es von Anfang erstmal gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt oder auch als Au-pair irgendwo hin wollt, schreibt mir unbedingt in welches Land. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Habt einen wunderschönen Tag. Tschüss!